Wie schlecht möchtet ihr eine Situation haben? Die Antwort ist ja. Wir sind nämlich wieder auf Ernie Island, kämpfen allerdings dieses Mal gegen die Regierungstruppen und unsere Truppe selbst. Ihr seht's, ich meine, das muss ich jetzt nicht beschreiben. Alle sind verwundet, alle sind müde, keiner weiß mehr, wo oben und unten ist und trotzdem haben wir noch einmal 9 und einmal sogar 16 Gegner vor uns, die wir definitiv besiegen müssen, weil aus diesen gegnerischen Außenposten raus kommen nämlich Angriffstrupps. Und die kommen dann immer und immer wieder in unseren Rücken rein. Das wird schlimm, das wird furchtbar und damit herzlich willkommen zurück zu Jack the Lions 3. Liebe Leute, ich hoffe, euch geht es weiterhin gut und super. Das hier oben können wir mit einem Trupp aufhalten. Wichtig für uns wird es sein in nächster Zeit, dass wir mit... Wo sind sie? Da. Mit dem Bravo-Trupp hier nach oben kommen können, wo allerdings auch nur noch 4 Leute drin sind. Denn Tor mussten wir einmal abgeben und... wen mussten wir noch abgeben? Ja, ihr wisst, wen ich meine. Ich vergesse... Grizzly, genau. Als ich Barry gesehen habe, wusste ich es direkt, die habe ich ja immer verwechselt. Spannende Situation, spannende dynamische Lage. Und jetzt kommt auch noch die nächste Person, die wir hier, bei der wir den Vertrag einmal verlängern müssen. Das können wir uns Gott sei Dank noch recht gut leisten für 14 Tage. Also den Vertrag. Ah, komm, ehrlich jetzt? Ah, weil sie zu wenig gesehen hat. Ja, das passt natürlich nicht mehr. Super. Das heißt, wir werden hier auf 7 Tage runtergehen bei der. Oh, verdorch noch eins. So, das hier können wir automatisch auflösen. Leider haben wir nichts Neues bekommen. Wir können das hier verschrotten. Und auch... Ach, das sind die Waffen, die... Nee, das ist doch... Das sind die Waffen, die wir bekommen haben. Nein, doch. Oh. Den hier werden wir einmal verwerten. Das nehmen wir mit. Da haben wir gerade eine Linse aus dem Verbandspäckchen rausbekommen. Na gut. Dann wenden wir die mal an bei der. Mal gucken, was das für einen Effekt hat. Und wir lassen uns noch weiter berieseln. Wann sind die denn durch mit allem? Oh Gott, selbst Gruntys Vertrag läuft jetzt aus. It is fast approaching the end of our contract. I assume you wish you have chosen wisely. Okay. Wir sind jetzt immerhin wieder im Plus. Wir haben den jetzt immerhin 14 Tage. Wir sind nicht im Plus. Wir haben den jetzt immerhin 14 Tage und hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass wir genug Geld machen können. Irgendwie noch. Keine Ahnung wie. Haben wir schon alles an Diamanten verkauft? Ja. Ach du Scheiße. Puh, okay. Wann sind die denn durch hier mit ihrem Verbundensein? I'm still working on my task. It's taking a lot of time, but I'm giving it my all. Oh Gott, nein, jetzt bildet sich hier gerade der erste Angriffstrupp. Die werden noch weiter versorgt. Ah, feeling better, glaub nicht. Und jetzt gleich sollte es hoffentlich soweit sein, dass die ausgeruht sind, oder? Jetzt muss nur noch MD erholt werden. Irgendwo kommt noch ein Angriffstrupp. Gut, dann gehen wir hier mal entgegen. Die hier machen wir fertig. Alter, Leute, das ist eine Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Das will ich auch nicht mehr erleben. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Konnten wir hier hoch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, um genau zu sein. Konnten wir hier hoch? Nee, ne? Das heißt, wir müssen uns mit denen hier gleich positionieren. Also, Einsatz in Manhattan. Und wir gehen wieder mit allen rüber. Grunty, du bist der Erste, den wir hier hinpacken werden. Waffe wechseln. Oh, Entschuldigung, das... Die Alerts vom Stream sind noch an. Aber ich keine Einblendung, ne? Das tut mir leid, Leute, tut mir leid. Michael hier. Aber ich meine, ne, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Yes? Seht mal, auch Leute folgen, wenn man nicht live ist. Das ist nämlich eine YouTube-exklusive Aufnahme. Ich bringe mich hier in Position. Das ist übrigens mal ein guter Punkt, den ich vielleicht noch gerne ansprechen möchte, Leute. Und dafür bringe ich mich in Position und dann will ich Ihnen einmal sagen, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne einen Daumen nach oben da. Warum? Das ist ganz einfach. Das Video wird häufiger weiterempfohlen, wenn man zum Beispiel einen Kommentar drunter schreibt oder wenn man zum Beispiel einen Daumen nach oben gibt. Und wenn euch diese Reihe gefällt, dann könnt ihr die damit deutlich mehr Leuten, ja, zeigen. Das, also es wird da mehr Leuten empfohlen und das unterstützt mich als Content Creator sehr.
mache ich ja normalerweise nicht so sehr, dass ich jetzt so explizit das erkläre. Aber ich persönlich denke, das ist halt so ein kleiner Aufwand, nur den Daumen zu drücken. Egal in welche Richtung, auch wenn ihr es nicht mögt. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Okay, genug dazu, glaube ich, erklärt. Gucken wir jetzt erstmal, was jetzt hier mit denen hier weiter passiert. Denn eigentlich habe ich damit gerechnet, dass sie jetzt schon mal langsam ankommen. Gehen wir mal hier rüber. Oh Gott, jetzt springt auch noch Omrin da runter. Oder haben die sich nicht bewegt? Haben die es nicht nötig, sich zu bewegen? Tatsächlich sehen wir keinen einzigen, ne? Oder gehen die hinten rum? Aber auch das hätten wir sehen müssen. Ah, ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flitzerbogen. Aber hier oben ist auch keiner mehr. Die sind aber hier, oder? Ich frage für einen Freund. Nein. Moment. Die kommen von hinten! Um Gottes Willen! Understood. Überraschung! I go there and maybe have snack. Ready. Nun. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay. Geh mal ganz auf den Boden. Und du gehst auch mal nach vorne. Verborgen. Wir wollen so wenig Schaden wie möglich kassieren hier drin, ne? Like Mother always says, it's not a surprise party unless a clown jumps out of it. Like Mother always says, it's not nee, du musst es so machen. Hier geht rüber. Oh Gott. Oh, das ist ja überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. They got to us first. Spread out. Einen haben wir rausbekommen. Gut, Streifschüsse wegen Nebel. Waiting for orders. Okay, da oben sind zwei. Wenn wir Glück haben, können wir die mit den Scharfschützen raus. Also, wir nehmen als erstes ihn. Und schießen ihm auf den Kopf. Ist tot. Gut, 69 Streifschuss. Ist egal, das reicht uns erstmal aus. Dann nehmen wir als nächstes dich. Da schießen wir auf den Kopf. Das reicht nicht aus. Ja? I have a very good chance to show this person a very bad time. Du schießt dem da drüben auf den Körper. Dann bewegen wir einmal MD rüber. Vielleicht kann er dann auf den hier schießen. Natürlich nicht. Going. Still undetected. Nehmen wir Barry nochmal. Du kannst dem auf den Kopf schießen, weil das Zielfernrohr ermöglicht dir, ohne Abzüge Schaden zu machen. Und dann werden wir nochmal versuchen, auf den Kopf zu schießen. Ja, guck mal, das muss man mit dem anderen Trupp vergleichen, wie gut die treffen. Jawohl. Haben wir den auch raus? Können wir denn damit schießen vielleicht? Nee, zu wenig AP. Gut, dann wechseln wir das komplett einmal rum. Und jetzt haben wir alle bewegt. Ja, du legst dich nochmal hin. Du legst dich auch nochmal hin. Nur Grunty kann gerade angeschossen werden. Und Grunty ist ja... Wobei, die Angriffe müssen jetzt eigentlich wieder möglich sein, weil der nämlich immer noch im Observer-Modus ist. Genau. Das ist das Wichtige gewesen. Das heißt, wir haben nur minimalen Schaden jetzt gerade bekommen. Jetzt wissen wir aber nicht, wo der da unten ist. Aha. Du schießt ihm auch nochmal auf den Kopf. Sollte ausreichen, jawohl. Und ist tot. Sehr schön. Minimaler Schaden. MD, dich werden wir einmal kurz nehmen, damit du noch einmal Grunty fit machst, bitte. Dann gehen wir runter und looten noch ein bisschen. Michael hier. You have a mother's touch. Not my mother, of course. Du bist so sanft wie eine Mutter. Natürlich nicht meine Mutter. Nein. Ich glaube, Grunty hat schon wirklich ein paar Probleme. Schade, dass wir auch nichts von der Munition verkaufen können. Gerade die Nebelgranaten, da könnten wir aber einiges mit
verschleudern. So, du stehst hier. Die Flakweste können wir verschrotten. Oh, Medikamente. Sehr geil. Und Treffsicherheit erhöhen. Ich bin ehrlich mit euch, das lassen wir mit Barry lesen, weil jetzt hat er nämlich auch eine 80 in Treffsicherheit. Und Barry ist so ein Charakter, den will ich bis zum Schluss behalten. Also der ist für mich, der ist mir nicht nur so ans Herz gewachsen, sondern er ist für mich auch so ein effektiver Charakter einfach, aufgrund seines Preises und seiner Fähigkeit. Da muss erstmal jemand rankommen. So, das verkaufen wir alles. Damit haben wir jetzt immerhin wieder ein bisschen Plus gemacht. Bei denen hier will ich noch einmal kurz schauen, dass sie die Verletzungen hier behandeln können. Und wir werden nochmal die Gegenstände reparieren. So, die beiden einfach. Und danach machen wir mit denen hier weiter. Die gehen ja schon rüber. Okay, Leute, jetzt geht's los. Der schwierigste Kampf, den wir vor uns haben. Anführer, Elite-Präzisionsschütze, Sanitäter. Dann haben wir einen Kommandosoldaten, Präzisionsschützen, Geschützexperte und eine Wache. Wenn ich die Karte noch richtig im Kopf habe, vor Le Bleu, dann ist es so, dass wir hier ein Maschinengewehr haben. Hierdurch wollen wir gar nicht gehen. Ich will versuchen, hier durchzugehen. Hier hinten rum und dann mit Vicky einmal unser Maschinengewehr zu reparieren. Und vor allem hat die eine Treffsicherheit von 88 noch mit dabei. Das heißt, das sollte auch möglichst passend sein. The government of Grand Chien has forbidden me from having any further contact with you after the massacre of the refugees. Your being here puts us both in a very precarious position. I suggest you leave immediately. My lawyers will contact you to settle any grievances you may have. I'm sure an agreement can be reached that satisfies all parties involved. Moment, Corazon ist hier? Stimmt! This thing looked like a real bad time. Das ist... Stay away. Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe aus Versehen die falsche Person gerade ausgewählt. Und ich will wenigstens mit fairen Bedingungen hier reingehen. This is Santiago. What are you doing here? The government of Grand Chien has forbidden me from having any further contact with you after the massacre of the refugees. Your being here puts us both in a very precarious position. I suggest you leave immediately. My lawyers will contact you to settle any grievances you may have. I'm sure an agreement can be reached that satisfies all parties involved. Quietly. Moving okay, quietly. Das heißt, also es hört sich ein bisschen so an, als wenn sie nicht wüsste, was abgeht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Bin ich ehrlich mit euch? Silently. Oder der Colonel... Boah, hab ich mich erschrocken. Oder der Colonel ist wirklich der, der entscheidende Strippenzieher hier von allen. Moving quietly. Ich glaube, hier oben müssen wir einiges entschärft haben. Was ich mir noch vorstellen kann, weil das Problem ist gerade, da ist ein Scharfschütze mitten auf dem Turm drauf. Ich glaube nicht, dass wir da so schnell hinkommen werden. Deswegen ist eine andere Alternative, die ich mir vorstellen kann, dass wir uns auf das Bunkerdach nach oben begeben. Aber 16 Feinde ist halt schon sehr viel. Also das ist jetzt nichts irgendwie... Das ist jetzt nichts irgendwie, was man mal eben lockerflockig runterfloppt. Gehen wir nochmal kurz hier hin. Ist nichts mehr. Das heißt, Barry bewege ich als erstes nach oben. Und ich werde einmal kurz speichern. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil das wird ein harter Krampf. Ein sehr harter Krampf. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Erschreck mich doch nicht so. Ja. We have enemy. Okay. Ich musste einmal gerade kurz neu laden, weil ich ein System-Crash hatte. Es tut mir leid. Naja, wir kriegen das hier trotzdem schön unter. Und zwar müssen wir hier nach oben klettern. Was war denn jetzt hier? Wir müssen nach oben klettern. Hier oben ist ein Kommandosoldat. Und dann wollte ich mich hier hinten rum reinschleichen. Und eigentlich würde ich gerne hier oben drauf. Wenn die jetzt allerdings hier vorne schon stehen, dann kann ja, das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur super werden. Kommen wir da irgendwie anders hin? Oh, wir können hier entlang, können wir nach oben gehen. Dann können wir uns direkt hier oben hinstellen. Da sollte uns auch niemand anders treffen. Wahrscheinlich ist Corazon Santiago hier drin. Wollen wir wetten? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 bitte töte ihn mit einem Schuss! Oh! Hat uns keiner gesehen, ne? Dann bin ich zufrieden. Uiuiuiuiuiui, das war aber knapp.
Das war im Angesicht des Todes war es quasi. Ich würde gerne Ranger nach vorne bewegen. Geht der jetzt als letztes? Nee, der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte. Ich weiß allerdings immer noch nicht so ganz, was diese Sterne hier bedeuten. Das kann ja nicht das Level sein, weil das Level ist ja bei Barry nicht am höchsten. Stufe 7? Ah, doch, ist am höchsten. Ich glaube auf Stufe 6. Ich glaube, das stimmt, was ich damals für eine Theorie aufgestellt hatte. Okay, wir gehen dann jetzt mit Ranger hier nach oben. Und wir werden aber auch Grunty hier entlang bewegen. Ich will Grunty eigentlich hier hinlegen und, ja, da steht, wow. Okay, alles gut. Wir können uns mit dem hier in diese Richtung erstmal hier begeben. Yes? So, Omrin geht auch hier entlang. Barry ebenfalls. Jetzt kommt da auch noch einer. Wartet mal, warte, der ist da lang gekommen. Vielleicht läuft er auch wieder zurück. Oh, wen sieht er? Niemand Besonderes. Okay, wir bewegen die beiden hier nach oben. Damit die wenigstens schießen können, wenn irgendwas passiert. Yes. Dann geht's hier entlang. Moving. Oh. Ich hoffe, dass der nicht hier noch eine große Runde langläuft. Weil wenn der hier hinten entlang geht, da ist niemand anderes. Dann wäre das eine spitzenmäßige Möglichkeit. Na, natürlich ist der noch da. Wir gehen heimlich vor. Ne? 16 Leute, einen haben wir ausgeschaltet. 15 to go. I repeat, 15 to go. Wie gefällt euch eigentlich meine... Also jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, nachdem ich ja jetzt wieder hier Let's Plays mache auf dem Anker-Kanal, wie gefällt euch eigentlich diese Art, die ich eigentlich sonst im Stream habe? Ich bin das gar nicht aus der Strategiewelt mit Let's Plays gewohnt, dass man das so macht. So auf... Okay. Aufbrausend. Mitnehmend. Nein. Gott sei Dank ist hier drüben die Übersicht. What? Ich habe mir angewöhnt, mittlerweile da dran zu gucken. Moving. Jetzt geh doch mal da weg, Mann. Jetzt geh doch mal da weg. Kann ja wohl nicht mehr wahr sein. Meint ihr, wenn man jetzt wenigstens Sichtfelder anschauen könnte? Boah, Gott, der steht immer noch da. Deswegen schleiche ich nicht so gerne in diesen Spielen. Weil, also im Moment sehe ich noch nicht so den Mehrwert. Yes? Außer, dass wir jetzt hier Ewigkeiten lang warten. Und hoffen, dass der gleich weggeht. Die gucken sich halt auch direkt an, ne? Da ist nichts dazwischen. Da passt kein Blatt dazwischen bei denen. Ich würde MD auch gerne rüber bewegen, aber das hat sich jetzt auch erledigt. So, wieder zurück. Ich bin unsicher. Hallo? Was war das denn? Vielleicht war das auch der Grund, warum ich vorhin das Spiel einmal abgeraucht ist. Oder wenn man sowas wie in Shadow Tactics nutzen könnte, dass man zeitgleich zwei Stück wegschießt. Oder drei Stück sogar. Oh, das wäre super. Dann würde ich viel häufiger schleichen. Da bin ich ehrlich mit euch. Da würde ich viel, viel häufiger schleichen. Kommen wir denn darüber? Können wir mal probieren. Da kommen wir nicht rüber. Bewegt er sich denn nochmal zurück oder bleibt er jetzt auf ewig da stehen? Hiermit sehen wir den immerhin. Wenn wir uns so positionieren. Du bist auch nochmal hier oben hin, MD. Yes? Going. Still undetected. Nein! Okay, wir müssen mit Omrin einmal Scharfschütze jetzt wegschießen. Danke. Oh, so viel zum Schleichen. Jetzt weiß ich nicht, wo die überhaupt alle sind. Oh, der steht aber relativ nah an dem Fass. Das fasse ich nicht. Fass ohne Boden. Wegschießen. Dass der auf Omrin schießt, ist aber wirklich unser Glück.
ready to, do stuff. Das hätte auch nach behind losgehen können, du. Enemy agent in the open. Also jetzt mal ganz ehrlich. Sollten wir aber wegschießen können, oder? That hurt. Wie viel hält denn der aus? Fast tot. Wir lassen das nochmal, weil das hier kostet 6, um zu platzieren. Das ist bei Grizzly ein bisschen besser. Ready to shoot. Ich weiß nicht, ob diese Wache sich hinlegen wird, wenn wir der auf den Kopf schießen. Aber ich meine, den Rest können wir sowieso nicht anschießen. Deswegen aus dem Verborgenen heraus. Kein... Er hat sich nicht hingelegt, hat den aber absolut weggetankt mit seinem Kopf. MD present. Mit der rüber, als wenn er nie was anderes gemacht hätte. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich jetzt bewegen. Und zwar hier in Deckung. Zack. Damit haben wir die Wache da unten auch noch aufgedeckt. Muss sich ja auch lohnen, ne? Der Schuss hat leider gezählt mit dem. Mit wem können... Auf wen können wir denn mit dir schießen? Du schießt auch noch mal auf den Kopf? Jawoll! Yes? Bollo, jawollo! Ist wieder mit am Werk. Haben wir alle geschafft. Jetzt ist die Frage, wen wir als nächstes rausnehmen wollen. Den Geschützexperten? Oder ob wir jetzt sagen, mit dem Geschützexperten, weil der hoffentlich nicht so viel Leben hat. Komm, wir schießen durch. Nein! Not your seriousness, ne? Okay, du schießt jetzt trotzdem nochmal auf den Kopf. Und nochmal. Dann haben wir den auch raus. Dann legen wir uns hin. Die werden jetzt auf uns schießen. Omrin könnten wir noch hier oben hin bewegen. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Den können wir nicht mehr bewegen. Den können wir noch hier hoch bewegen, den Perry. Das machen wir auch noch, damit wir besseres Schussfeld haben. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Also noch 11 Gegner. Zug beenden. Das kann wehtun, wenn jetzt alle gleichzeitig zu uns kommen. Weiß es halt. Da! Stirb! Also wenn der uns jetzt getroffen hätte durch 18 Türen, da wäre aber eine Großmahlzeit. Da hätten wir auch gar nichts mehr machen müssen. Der trifft recht gut. Figures. Kill them all. Time is money. We're supposed to be professionals, damn it. Keep it together. Make your shots count. Ja, ich bin ganz zufrieden damit, dass ihr angeblich solche professionell seid. Massive hemorrhaging. Wo gehen wir denn jetzt mit euch hin? What? Entweder hier hin oder wir versuchen wirklich nach oben zu gehen. Ich glaube tatsächlich, wir bleiben hier. Lieber jetzt erstmal ein paar Leuten Schaden zufügen. Ja, so viel zu, wir können von da aus schießen, ne? Das ist doch schon wieder Grütze. Dann nehmen wir erstmal dich. Wir werden auf den da drüben schießen. Was? Wo ist der Schuss hingeflogen? Gut, dass er sich selber darüber aufregt. Weil sonst wäre ich bald explodiert. So, auch nochmal schön rüberschießen. Das kann doch nicht mehr euer Ernst sein. 5. Ready to, 5 Schaden. I can, you know, get him. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Den haben wir denn hier? Die Wache. Die hat blitzschnelle Reflexe. Das heißt, bei der lohnt sich das gar nicht. Wir nehmen also eine andere Wache, zum Beispiel die da unten. Wobei, da können wir nur auf die Arme schießen. Da können wir auch nicht auf den Kopf schießen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall die Wache. Kopfschuss. Sehr schön. Und nochmal, wir probieren nochmal auf den Kopf. Ah, schade, da wollten wir zu viel. Da wollten wir zu viel und haben zu wenig bekommen. Okay.
Wo können wir denn mit dir hin? Wir können mit dir hier vorne hin. Kriegst direkt plus 1 Beweglichkeit. Mein junger Gott. Damit hast du jetzt eine 79 da drin. Ja, da wirklich nur im Sprengen eigentlich einen guten Wert. Bei Geschicklichkeit und Weisheit? Boah. Man kann halt nicht in allem perfekt sein, aber ist noch gut genug für alles andere. Den anderen Rest können wir gar nicht mehr anschießen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen leichten Blindschuss. Trifft. Solange man trifft, hat man recht. Yes. That is not friendly. Na gut, das hat sich dann auch erledigt. I will go. Hier mal ein Stück nach vorne. Bad omen on ground here, Stückenrück. Must not shoot auf den könnten here. Wir schießen. Oder auf den da unten. Das heißt, wir werden nochmal versuchen, auf den da unten zu schießen. Und zwar bitte mit dem Kopfschuss. Und Omrin, ich verlasse mich auf dich, weil du triffst immer. Tier. Richtiges Tier. Zug beendet. Damit haben wir immerhin schon mal wieder zwei Leute rausgenommen. Ne, ein. Zwei. Warte mal, wie viele haben wir denn jetzt rausgenommen gehabt? Ein nur, ne? Ja, schon rein. Uiuiui, MD. Also, bei dir wird's langsam ein bisschen Knäppchen. Flashbang. Shit. Dass die direkt ermüden, sobald man die genutzt hat, ist halt wirklich schon hart. Die liegen da halt offen auf der Treppe. Okay, der hat seinen Mörser da oben aufgebaut. Das ist ein Misserfolg gewesen. Unterdrückt, wir können weniger gut schießen. I'm getting tired. Ah, dass sie direkt müde werden, ne? So, jetzt nehmen wir mal wieder ein paar Leute raus. Ja? Jetzt nehmen wir mal wieder ein paar Leute raus. Als erstes den Anführer. Dankeschön, jetzt ist er weg. So, man muss einfach so sehr auf seine Leute sich verlassen können, dass man sagt, jetzt ist sowieso egal. Hier rüber zu packen, wie viele Punkte kostet das? 3 Aktionspunkte. Das heißt, wir werden jetzt erst nochmal die Möglichkeit nutzen, um da oben hinzuschießen. Hat auch funktioniert. Jetzt haben wir aber keine 3 Aktionspunkte mehr, sondern noch 1 Aktionspunkt. Na gut. Na gut. I shouldn't be here. Pretty good odds, I think. Die Frage ist, womit würden die auf uns schießen? Womit würden die auf uns schießen? Deswegen schieße ich jetzt mal auf den Kopf. That was neatly done. Good omen in clouds. Deswegen, also wir gehen jetzt hier Wirkung vor Deckung. Wir versuchen jetzt... Boah. Wir versuchen jetzt erstmal, alle ordentlichen kleines Popöchen zu hauen. Genau, damit wir dann schön Schaden verteilen. Und Vicky kann hier auf die Wache schießen. Schade, dass das nicht ausgereicht hat. Und wie gesagt, wir hoffen jetzt. Oh, ich bin gespannt. Bitte explodier nicht. Gott sei Dank. Ersticken ist nicht so schlimm, da kommen wir wieder raus. Aber wenn die explodiert, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, der trifft jetzt auch schlecht hier rein. Naja, er wirft eine Granate. Boah, sogar eine HE. Schieß von oben runter, ne? I'm coming to limit of endurance. I was hit. Verstehe ich. Wenn die natürlich jetzt 3 Stunden lang Granaten schießen, dann sind alle sehr schnell kaputt. It's steady. Ja, mit dem können wir schon mal nichts machen. Also mit Barry? Enemy has good visibility. Mit dem können wir immerhin hier oben nochmal auf den Kopf schießen. Well done. Jawohl.
Ready. Das war ein wichtiger Schuss. Das war ein wichtiger Schuss. Wir gehen als nächstes, gehen wir hier hin. Und MD geht einmal komplett hier raus. So, den treffen wir nicht richtig, weil... Wobei, wir haben... Also jetzt haben wir so einen Präzisionsschuss, den nutzen wir auch. Und den auch nochmal. Lieber einen rausnehmen. Ja? Ne? Wieder mal hier das Sprichwort Wirkung vor Deckung. Das bleibt dabei. What? Und Ranger. Shit. Und dann schießt ihn. Aha, blitzschnelle Reflexe. Das heißt, er muss sich aber auch erstmal wieder hinstellen. No. Mit dem legen wir uns hin. Ah, vielleicht hätten wir da eine Granate auf den schmeißen können. Boah, was? Er stinkt, macht 30 Schaden? Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht gehabt, den Effekt. Also doch, den hatten wir schon mal, aber den hatten wir, ich glaube, zu kurz vor Ende der Kämpfe immer. Deswegen haben wir nicht gesehen, wie viel Schaden er sticken macht, aber das ist ja insane. Das ist ja absolut wahnsinnig. Der schießt wieder dahin mit seinem Mörser? Ja klar. Okay, er scheint uns nicht gesehen zu haben oder hat einfach keinen Bock auf uns aufzupassen. Wieder 70 Schaden. Waiting for orders. Yes? Barry, hast du ein First Aid Kit? Ja. Hast du. Und? Yes. Und vor allem keine Bewegungspunkte. Die hast du auch. Let's go. Dann geh mal darüber. Wow. Dann müssen wir uns so ständig bewegen. Who do I look like? Siegfried and Roy? Du schießt einmal auf den da drauf. You'll be begging for a slap. Alter, Grunty, what the F-Punkt. Wie geht das? So, die Chance, dass er stirbt, ist immerhin gering. Gehen dann einmal hier rüber. Und du kannst auch schießen, aber das macht gerade wenig Sinn. Wir sehen den da immerhin, weil du kannst gar nicht schießen. Das heißt, Zug beenden. Er muss sich jetzt rausbewegen aus unserem Bereich. Immerhin hält er Stick nur eine Runde. Immerhin. Aber ich glaube tatsächlich, hinten rüber über die Treppe alle gleichzeitig war nicht die beste Entscheidung. Oh, knapp! Warum wollt ihr denn auf Barry schießen? Lasst ihn euch denn helfen. Bitte schieß nicht Grunty ins Gesicht. Ja? Ja gut, aber solange die blitzschnellen Reflexe gezündet werden, ist ja sowieso egal. Also, runtergehen, MD hochhelfen, aus dem Buchse rausziehen. So, als erstes geht's hier auf den Sanitäter. Kopfschuss, der ist raus. Ich vertraue so sehr auf Ranger, wir können schon sagen, wer raus ist. So, dann nehmen wir als nächstes einmal Omri. Wer schießt, dann sollte die Wache noch ein bisschen Leben haben. Wir haben nämlich mehr Leben als gedacht. Und dann schießt du auch nochmal hier mit. Not feeling too fine. Machen wir danach. Danach gehen wir mit dir einmal hier. Ach, das geht schon wieder nicht. This is Grunty. Dass uns hier immer die kurzen Entfernungen nur angezeigt werden. Ne? Like Mother always says, if the tactical situation is favorable, then seize the opportunity. Ich glaube, da wollte schon wieder ein Alert durchgehen. Haben wir aber nochmal... Also vielen Dank an die Leute, die followen, während ich nicht online bin. Where to? Und ich hoffe, dass es euch nicht so sehr stört. Ja, wir bleiben mal in volle Deckung. Wir geben Omrin einen Stufenaufstieg. Er hat bei der Beweglichkeit immer noch 80.
Kraft wäre das Einzige, was vielleicht in diese Richtung kommen könnte, aber selbst das dauert noch ewig. Deswegen erhöht gratis Bewegungsreichweite zu Beginn einer Runde, wenn du in Deckung bist. Machen wir das? Das ist für unseren Scharfschützen besonders gut. Oder weiche dem ersten erfolgreichen feindlichen Angriff aus, indem du... Wobei, ich finde blitzschnelle Reflexe fast schon besser. Bin ich ehrlich mit euch? Das ist, glaube ich, ganz gut. How can I assist? MD haben wir immerhin schon mal stabilisiert. What? Jetzt wäre die Möglichkeit, dass wir hier nach oben gehen. Aber ich bin auch wieder ehrlich. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie alles so unsicher. Ein Toter, zwei Toter. Drei. Vier, fünf. Sechs, sieben. Acht, neun. Zehn, elf, zwölf. 13. Hier unten ist 14. Also müsste es noch 15, 16. Wir gucken einmal. Oh, nee, nur noch zwei. Waren da nur 15 Leute? Scharfschützen wissen wir, wo er ist. Das ist eine gute Situation für uns also in dem Fall. Taking cover. Gehen trotzdem mal mit euch hier in volle Deckung weiterhin. Dann gehst du hier in die Richtung und du verarztest dich einfach mal. So, wir lassen die auf uns zukommen. Wir haben jetzt erstmal... Ich verstehe das. Immer noch nicht nach vorne. Dann verarztest du dich erstmal selber. Barry wäre eigentlich auch schön, wenn wir den selber verarzten können, aber wir gehen hier auch nochmal rüber. Und dann gehen wir einmal mit Ranger hier drüben in die volle Deckung. Guck mal, da ist der erste Präzisionsschütze. Wo der andere ist, wissen wir immer noch nicht. Und wir nehmen mal das MG hoch. Da drin ist der. Keine Ahnung, wie wir den sehen. Sehen wir den hier unten durch die Treppe durch da oben stehen? Yes. Das ist dann eine Hello. Leistung. So, Zug beenden. Almost like new. Get out there. Meint der uns oder den da? Der kämpft ja genauso. Komm doch selber her. How can I assist? Ja, die bleiben da drin. Oh, was ist denn los mit euch? What? Wir stellen uns jetzt sogar mal offensichtlich hin. Aber was wir tun können, ist, wir können mit denen dann hier hinlaufen und die Treppe hochgehen. Selbst MD nehmen wir mal mit. Massive hemorrhaging. Applying pressure. Du hörst mal auf mit dem Verarzten. Ja, Mann. Mhm. So. Und du gehst hier hin. Yes. Oder auch nicht. Ah, da haben sie irgendwas reingepatcht mit einem letzten Patches. Need to be careful at position before acting. Oh, okay. We need to move. Aber vielleicht kommt er hier hin. Der hat seinen Mörser auf dem Rücken, deswegen ist das nicht so schlimm. Mich wundert ein bisschen, dass du nicht geschossen hast, mein lieber Freund. Dafür hast du es jetzt besser gemacht. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Corazon hier vor Ort ist. Ehrlich mit euch zu sein. So, dann gehst du mal hoch, Omrin. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit MD oder ähnlich noch jemanden anschießen können. Michael hier. Von denen hier. Nehmen wir den zum Beispiel noch umpacken und sagen, wir machen jetzt den Overwatch. So, du wechselst einmal die Waffen. Und dann gehst du hier rein. So. Genauso wie du hier reingehst, Barry. I am in movement. Okay, Zug beenden. Du hättest wirklich mehr Geld fordern sollen. Bitteschön. Hier, das kriegst du dafür. Du wirst in Patronen bezahlt. Ist doch viel besser. Yes, it be killing time. Und dann zeig dir mal Vicky, wie sie mit ihren Nutzis umgehen kann. Hurts like a mother. Good position to shoot.
This is Santiago. Sehr gut. Have you gone mad? I did not want to believe the reports about you, but now I see who you really are. Was bist du denn für eine? If you leave now, I will arrange to have cash and transport out of Grand Chien secured for you. Don't be stupid, mercenaries. Take the deal. Oh, die Leiche hat auch so eine Waffe. Aber die braucht man nicht, ne? Oder? Ah, die gleiche Ausrüstung. Nee, die können wir verschrotten. Die Granaten kommen hier. Barry kriegt erstmal seine Hohlladung wieder. Die Munition nehmen wir mit. MD bekommt einmal das Ding hier rüber. Und wir brauchen ja noch andere. Ranger hat das nicht. Vicky hat auch keins. Das heißt, Vicky bekommt auch auf jeden Fall sowas. Dann haben wir hier noch eine schwere Rüstung. Eine schwere Rüstungsbuchse. Die ist schwer in Ordnung. Den Witz, den muss man durchziehen. Wenn man einmal so weit ist, dann muss er durchgezogen werden. 44er Kaliber Hohlspitz. Nutzen wir zwar nicht, aber egal. Okay. Ready to, immerhin haben die guten Loot. Ach, hier ist ein Abgang drin. Oh. Nochmal verschrotten. Noch mehr. Und auch die Galil werden wir jedenfalls verschrotten. Die brauchen wir auch nicht. There's a trap here. Oh. Oh. Wo ist eine Falle? Barry geht vor. Ach, da ist eine Falle. Moment, da liegen Minen? Where to? Warte. Haben die alles vermint? With certainty. Stell ich mal vor, wir wären hier auf einmal lang gegangen und hätten hier gekämpft. Yes. Das heißt, ich lasse Barry jetzt erstmal alleine vorlaufen. I will go presently. Ja, die haben hier überall vereinzelt Minen gelegt. As of this moment. Weil das sind sowieso Affenköpfe. Dann können sie das auch noch machen. I am in movement. I be listening. Ich hoffe, dass wir jetzt Hello. Alle raus haben. With certainty. Ein hackbares Gerät. Moving toward destination. So, dann geht ihr nach oben. Yes. Und hier noch einmal eine Stufe höher. Da müssen wir aber schon draußen lang klettern, ne? Michael here. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Locked, but not for long. Da haben wir noch HE. Hier ist nichts. Barry Unger. Hier ist nichts. Let's keep moving. Okay. Vicky meinte das da unten, dass das hier gelockt ist. Aber das können wir ja locker flockig aufdocken. Yeah, Mensch, welch ein Wortwitz. Auflocken. Zur Auflockerung. Okay, ich entschuldige mich für diese Flachwitz. Dann nochmal hier ein Verbandspäckchen. Euch beide, ihr könnt auch hier runterkommen. Ne? Ihr müsst nicht da oben eine Privatfeier machen. Ich erlaube euch das durchaus, hier mit runterzukommen. Ich heile alle vorsichtshalber, weil ich weiß ja nie... Warum kannst du denn jetzt nicht mehr heilen? Michael here. Ich weiß ja nicht, was auf einmal uns da unten drin erwartet. Wow, nicht reinlaufen. Oh. Barry Unger. Uiuiui. What? Ready. No need to run. Alter Verwalter. Gut, die Minen, die liegen natürlich gut. Die liegen praktisch. How can I assist? Jetzt können wir nochmal dem Grunty was geben. You have a mother's touch. Okay. Not my mother, of course. Dann gehen wir mal hier runter. Einige Söldner sind erschöpft und können sich nicht mit, vor dem rasten. Nee. Das heißt, wir speichern jetzt nochmal. Man weiß ja nie. Und das heißt, wir müssen jetzt auch erstmal rasten. Und versuchen, alle Verletzungen zu behandeln. Ja, wir behandeln alle Verletzungen. Alle Verletzungen behandeln wir. So, wir nehmen mal die beiden, ne? Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten jetzt erstmal. I'll get right mal Gegenstände on reparieren. Lassen wir die beiden mal hier. So. Start. I have initiated work on this task. Das ging ja schnell mit dem Reparieren. Nee, das war ein Camp La Barrière. Der ist gleich durch mit der Ausbildung.
Where does the untake nee, next? Wir müssen erstmal weiter Geld sparen. Und die sind nicht mehr müde. Aber das dauert immer noch ein bisschen weiter, bis wir hier alles repariert haben. Und damit meine ich tatsächlich die Menschen, bis wir die repariert haben. Ah, die sind sehr schnell, was das Reparieren angeht. Hier kommen halt wieder die nächsten. Da hinten kommen halt wieder die nächsten Dinger, ne? Okay, und dann noch diese Sachen hier reparieren und dann sind wir durch mit dem. Und dann können wir runter in den unterirdischen Sektor. Keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, wir kriegen viel Geld dort. Everything Tyr can care of. Und MD ist sogar noch komplett außer Betrieb. Er kann sich noch nicht mal bewegen, weil er so erschöpft ist. Done. Oh, guck mal, er hat sich ganz geheilt. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die taktische Ansicht runter. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Shien Militärkomplex. Unterirdisch. Feinde sind im Dunkeln schwerer auszumachen. Ich wusste es! Not a stepbrother. I will sue you and I will shoot you. Ich habe mehr Angst vor dem Verklagen, bin ich ehrlich. Guards, here. Ach ja, sicher. Get in position to cover my withdrawal. 1, 2, 3, 4. Or retreat or whatever it's called. Just keep them busy. Don't worry, ma'am. We have set up a defensive perimeter. They cannot advance further. They better not, or you will be unemployed for the rest of your life. Ja? Dafür sorgen wir schon. Keine Angst. Ach du Scheiße, der hat einen Reifen verloren. Das läuft hier ja schon richtig super. Ich hoffe, hier unten ist keiner. Nee. Ranger bewegen wir dann hier rüber. So, Omrin. Oh, wir sehen die sogar. Omrin kommt hier hin. Das heißt, der wird gleich nach vorne gerannt kommen mit einer Schrotflinte. Wie ein Wahnsinniger. Also bewegen wir Grunty hier rein und lassen den einmal decken. So, dann haben wir unseren lieben, allseits geliebten Barry Unger. Den bewegen wir komplett hier rüber. Dann haben wir noch unsere liebe Vicky. Die wir hier bewegen. Jetzt sind wenigstens alle in Deckung, auch wenn Ranger relativ offen steht. 1, 2, 3, 4 sind auf jeden Fall da gewesen. Die haben wir in der Zwischensequenz gesehen. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Jawohl. Jawohl. So muss es sein. So muss es laufen. Aber die bewegen sich nicht vor. Intelligent gemacht von der KI. Scheinen wohl keinen Bock zu haben. Der lange Gang des Gesetzes. Wie viel ist denn da im Hintergrund, dass so lange die Bewegungsphase dauert? How can I assist? Gut, what? Nehmen wir erstmal Ranger. Hinknien. Puh. Weniger erfahren. Ja, das hast du von einem weniger erfahren. Omrin hier, Glavny. Bis auch nochmal hoch. Must make good shot to get rations. Schießt du dem auch nochmal auf den Kopf? I'm wounded. Reicht auch aus, trotzdem legen wir uns nochmal hin. Barry Unger. Du gehst einmal komplett hier rüber. I have good odds of hitting enemy. Und auch dir werden wir nochmal auf den Kopf schießen. Now reicht aus. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Erstmal gehen wir mit Vicky hier rüber. Ready to, do stuff. Okay, mit dem MD gehen wir hier hin. Der sich dann nochmal abhockt und auf dieser Linie seine Line of Fire hat. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Gucken nochmal, bis wohin du laufen kannst. Like Mother always says, hier drüben. Wir werden auf jeden Fall die Deckung nutzen. Wenn wir hier in diesem Gang sind und wir haben sowieso kaum noch Medikamente, dann müssen wir eigentlich Team Bravo einmal rüberholen. Damit wir da ein paar herbekommen.
Michael hier. Boah, wir klären die nicht auf, ey. I am in movement. Wir sehen immer noch keinen. Where to? Das ist ja seltsam. Und hiermit können wir immerhin nach vorne. Ne, wir sehen die nicht. Wo verstecken die sich? Wahrscheinlich links und rechts, ne? Die Türen sind zu, aber trotzdem. Werden da hundertprozentig mehr als genug auf uns warten. Geh mal hier rüber, damit wir von der linken Seite geschützt sind, weil wir sehen ja hier niemanden vor uns. Natürlich. Natürlich sehen wir dann jemanden vor uns. Natürlich sehen wir den auf den letzten Metern. Weil alles andere wäre ja schwachsinnig. A good plan. MD present. Na gut, dann bewegen wir MD auch nochmal hin. Oh Gott, da drüben steht ja auch noch einer. I have no clear shot. Ja, warte mal, dann erstmal. So. I will avoid accepting any tiny gifts of pain from the enemy. Ready to, do stuff. Du legst dich hin. Dann sind wir da auch auf Nummer sicher. Vicky wird wahrscheinlich Schaden bekommen. Ah, komm schon. Kannst du dich besser treffen? Oh, der schießt sogar auf MD. I am injured with very das trifft uns zwar so eine glückliche Patrone. Der Schützmeister, der hat eine Granate. Nein. Was willst du da machen? Ne, da kannst du halt auch nichts machen. Stimmt, Vicky hat ja die blitzschnellen Reflexe. I be listening. Ich dachte gerade, das sollte so nach vorne gehen, aber ich glaube nicht. Ein paar sind noch hier. Wir wechseln mal unsere Waffe. Not even if the spirits guide me. Not even if the spirits guide me. Are you sure? Also bist du ein Mikrofon? Squeeze in the trigger. Als Schuhe ist ja mega egal. Schön. Er ist ungenau dadurch. I am hurt badly. In my sight. Puh. Michael here. Hello. Dann werden wir nochmal auf den hier zielen. Du kannst hier hingehen. Und dann sollst du dich im nächsten Zug darüber bewegen dürfen. Nein! Alter, da sind ja noch mehr! Und wie wir mit der Situation klarkommen, seht ihr aber auf YouTube in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bewahrt den Kühlkopf. Tschüss, ciao, wir sehen uns. Haut rein!